Der Countdown läuft, das Abschiedsspiel von Claudio Pizarro im Weserstadion rückt immer näher und schon am Tag davor sind die ersten Stars, die ersten Mitspieler eingetroffen und wir haben uns natürlich vorm Parkhotel aufgestellt, denn hier übernachten fast alle Spieler, auch hier wird dann die große Party stattfinden nach dem Spiel und den ersten, den wir hier getroffen haben, der ankam, war Theodor Gebrselassie, der mit dem Auto aus Tschechien angereist ist, mit der ganzen Familie. Und dann haben wir ihn gefragt, wie die Anreise war und wie sehr er sich auf dieses Spiel freut. Hört mal rein. Ja, genau. Ich habe heute frei bekommen vom Trainer, sonst die Jungs trainieren noch. Aber ja, ich habe bis jetzt alle Trainingseinheiten mitgemacht. Also einen Tag frei habe ich extra bekommen für das. Ich war sehr glücklich und auch ein bisschen überrascht, dass er sich an mich erinnert. Und ja, ich freue mich, als ich habe gesehen, welche Spiele noch kommen. Und dann freue mich auch die Wiedersehen mit dem Malen. Und dann haben wir gewartet und gewartet und es kam keiner und auf einmal in unserem Rücken kam einer mit tief reingezogener Kapuze, zwei Koffern dabei und wer war das? Der Max Kruse. Und der war gut gelaunt, der wollte erst eben kurz rein einchecken und dann denkt man ja, der alte Trick, ich checke ein, komm nie wieder raus. Nix da, die Fans haben Autogramme gekriegt und er hat sich auch vor unser Mikro gestellt und hat uns erzählt, was das so mit Werder vielleicht nochmal auf sich haben könnte und ein bisschen was zu Claudio Pizarro natürlich auch. Hört mal rein. Ja, ich glaube, ich bin jetzt nicht hier, um meine Transfergerüchte anzuheizen oder irgendwelche Spekulationen zu führen. Von daher, ich genieße das Wochenende jetzt, was im Januar kommt. Das sind jetzt noch fast 3-4 Monate hin und das wird man dann sehen. Nicht viel nachgedacht. Ich habe mich gefreut auf jeden Fall. Schön, dass man in Erinnerung geblieben ist. Ich glaube, wir hatten viele von denen, die eingeladen sind, eine geile Zeit. Und deswegen ist es Zeit für einen würdigen Abschied. Und dann kam einer, der hatte richtig Spaß. Der hat sich eine Aufgabe gestellt. Sein einziges Ziel am Samstagabend im Weserstadion ist, schneller zu sein als, ach wisst ihr was, hört doch bei Juri Zafrandis einfach selber mal rein. Der Mann macht einfach Spaß. Fitter als Frank Baumi. Der kann 10 Minuten aushalten, ich kann 13 bis 14. Ja, und es braucht ja auch Gegner am Samstagabend. Und der Bus fuhr vor, der Bus des FC Bayern München. Und dann gingen die Türen auf und ganz hinten, ich weiß gar nicht, ob man das im Bild sehen kann, wahrscheinlich nicht, Giovanna Elber hat sich rausgeschlichen, zack, rein ins Hotel. Auch wenig Autogramme gegeben, ein anderer Brasilianer hat da viel mehr Autogramme gegeben, Sergio. Und der hat auch Lust gehabt, ein bisschen was vom Deichstuben-Mikro zu sagen. Bitteschön. Also wir sind hier nur zu Spaß, ne? Und das freut mich auch wieder hier zu sein, weil der letzte Mal, ich glaube, war der Abschiedsspiel von Ayrton, ja. Und jetzt wieder von Claudinho und das macht viel Spaß, das ist schon eine Ehre. Wir haben zusammen viele Jahre gespielt und ist klar, schauen wir mal, was passiert morgen. Und dann haben wir uns natürlich auch noch einen Torwart geschnappt, wir wollen ja wissen, wer die Bälle von Claudio Pizarro reinlässt, aber Hans-Jörg Butt, der kommt übrigens hier auch ganz aus der Nähe, aus Oldenburg, der hat irgendwie einen anderen Plan für das Spiel. Ich versuche gar nicht ins Tor zu gehen, dann wird es auch nicht so übel für mich. Ja, die Rivalität ist ja, glaube ich, gehört einfach dazu, Nordmannschaft, Südmannschaft. Aber wenn so ein Spieler verabschiedet wird, er hat für beide Vereine Großartiges geleistet, ist ein totaler Sympathieträger für beide Vereine und bringt ja dann auch irgendwie beide Vereine da in so einem Spiel dann zusammen. Und dann kam eine ganze Familie aus dem Bürgerpark herausspaziert. Die Prödels, alle mit Oma, Opa, Kindern, total zufrieden. Und da haben wir natürlich den Basti sofort abgefangen und ihn interviewt für euch. Aber es ist für mich Claudio ein besonderer Spieler immer gewesen. Bremen eine besondere Stadt und das Weserstadion natürlich meine alte Heimat. Und deswegen ist die Kombination morgen perfekt. Ja, und das ist jetzt nicht nur, weil ich beim Abschiedsspiel dabei bin, aber ich habe immer gesagt, und das war durch die ganze Karriere durch, habe ich gesagt, dass Claudio immer der beste Gegenspieler im Training war. Also er hat das immer mit einer Leichtigkeit gemacht, er war unglaublich talentiert und das Schlimme war für den Verteidiger, er hat immer gelacht und du hast gewusst, okay, es passiert was und war natürlich froh, dass ich sein Mitspieler war in Bremen und dass wir da Erfolge gemeinsam feiern konnten, aber mit Abstand der beste Spieler, mit dem ich jemals trainiert habe. Und dann kamen die Bayern tatsächlich wieder raus. Ich weiß nicht, wo die hin wollten. Almhütte oder Bayernzelt aufbauen auf dem Freimarkt. Und mit dabei auch Giovanna Elber. Der hatte sich ja erst reingeschlichen, kam jetzt gut gelaunt raus, hat viele Autogramme gegeben und uns dieses Interview. Und ich sag euch, Werder-Fans, ihr werdet schmunzeln, wenn ihr den Giovanna hört. Oh ja.
die Fans hat uns immer gehasst. Und das war so schön. Also wir haben nicht oft gewonnen oder viel gewonnen gegen Bremen, aber das war schön, das war halt Bundesliga pur. Nein, morgen nicht, morgen nicht. Morgen geht es um Claudio. Also wir wünschen uns, dass zuerst keiner sich verletzt und dass wir ein schönes Spiel machen können. So, jetzt haben wir uns die Beine genug in den Bauch gestanden, haben ja viel hier erlebt vor dem Parkhotel. Noch mehr gibt es natürlich dann am Samstag hier und dann im Weserstadion, da hinten irgendwo. Ich hoffe, ich habe das überhaupt richtig gezeigt. Das könnt ihr natürlich live im Stadion sehen. Alle, die eine Karte haben, Glückwunsch. Sat.1 überträgt live und die Deichstube hat natürlich wieder einen Live-Ticker für euch am Start. Wir sind da, versuchen alles mitzukriegen und schauen noch mal, wen wir jetzt vielleicht doch noch hier treffen. Aber den liefern wir euch danach. Bis dahin, ciao!